Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Ihres lokalen Fernsehsenders Güstrow TV. Wir berichten, was in den vergangenen Tagen in der Balastadt los war. Und wir beginnen mit einem Fest, das eigentlich in ganz kleinem Rahmen geplant war und dann immer größer und größer wurde. Großes Kinderfest im Waldweg. Ursprünglich hatte die Kindertagesstätte Känguru ein Herbstfest zum zweijährigen Bestehen der auf Sport und Gesundheit orientierten Einrichtung geplant. Das wäre sicher einige Nummern kleiner ausgefallen. Doch dann gab es ein Ereignis, das die ursprünglichen Pläne über den Haufen warf. Wir hatten vor unserer Kita unter das Plakat Ausländer raus von der NPD hatten wir Gegenplakate gehängt. Weil wir gesagt, wir durften die Plakate nicht abnehmen und der Oberbürgermeister hat uns darin bestärkt, haben gesagt, wir müssen irgendwas machen, weil wir sind hier so eng. Wir haben auch, betreuen auch Kinder aus dem Asylbewerberheim bei uns, um die hier zu integrieren, damit sie die Sprache lernen und das können wir so nicht stehen lassen. Da haben wir Bilder gemalt von Kindern aus der ganzen Welt, haben wir sind Kinder einer Welt und leben, wo es uns gefällt, da untergehängt. Und das wurde, fanden allgemein Anklang und dann wurden diese schwarz übersprüht. Und dann war auch ein Beitrag in der Zeitung darüber, wo wir gesagt haben, wir sind so traurig, ne? Wir wissen ja nicht, was wir noch machen sollen. Und darauf, aufgrund dieses Artikels, kam der Herr Becker von der Kinderhilfe und hat gesagt, wenn Sie ein Multikulti-Kinderfest machen wollen, kriegen Sie von mir einen Scheck. Und sagt, naja, wir feiern sowieso Herbstfest, wir wollen die Kinder sowieso einladen von dort. Und so liefen die Vorbereitungen an. Immer mehr Unternehmen, Vereine und Einrichtungen aus der ganzen Stadt signalisierten ihre Mitarbeit. Die Stadtwerke boten Hilfe an. Die Villa Kunter-Bündnis betreute eine Bastelstrecke, der Hagebaumarkt baute einen Stand zum Dosenwerfen auf, der Behindertenverband Güstrow übernahm organisatorische Aufgaben, die Volkssolidarität sorgte für das leibliche Wohl der Besucher, die Kita Dachssteig und die Freie Schule brachten sich ein und Sigrid Schulz aus Gülzow bot Stricksachen an und zeigte, wie Schafwolle gesponnen wird. Muttis aus dem benachbarten Asylbewerberheim erklärten sich sofort bereit, beim Kinderschminken und beim Kuchenbazar zu helfen. Fleißige Helfer, unter anderem vom Stadtbauhof, hatten das zwischen Kita und Asylbewerberheim liegende Grundstück als Feierplatz hergerichtet. Geöffnet waren die Zäune zur Kindertagesstätte und zum Asylbewerberheim, sodass die großen und kleinen Gäste schnell und unkompliziert zueinander fanden. Ein Wermutstropfen fiel in die Veranstaltung, als Fernsehlegende Adi sein Kommen krankheitsbedingt absagen musste. Da sprang Moderator Mario Kohlhagen ein, der den Teilnehmern ein musikalisches Aufwärmprogramm verordnete. Aber auch die Hockeyspieler des benachbarten ATSV Güstrow hatten kurzfristig eine Trainingsstunde angesetzt und versuchten, die jungen Gäste für ihre Sportart zu begeistern. Wir wollen uns bemühen, die Kinder aus der Gegend, also Kindergarten und auch Asylbewerberheim, zu uns zum Hockey zu kriegen. Dass sie vernünftig mal Sport treiben können. Es gibt auch andere Sportarten, aber wir präsentieren uns als Hockey, wenn wir schon hier in der Gegend sind, dass wir dann auch da schön was machen können. Und was haben Sie da heute so gemacht mit den Kindern? Stocktraining ist das Erste und Wichtigste, was wir machen, stoppen, schlagen und dann die Körperbeherrschung, dass man sich nicht gegenseitig umläuft, dass man auch mal ein bisschen Taktik guckt, wo steht mein Mitspieler, mein Gegenspieler, dass da nichts passieren kann. An sportlichen Aktivitäten sind auch die Asylbewerber interessiert. So stellen die Volks- und Raiffeisenbank und der Landessportbund Spendenmittel für den Kauf von Sportgeräten zur Verfügung. Die Landessportschule gewährt Übungszeiten auf ihren Sportplätzen. Die Termine werden ebenso gut genutzt, wie das Fest von Minute zu Minute mehr Zulauf erlebte. So wurde durch die Mithilfe vieler aus einem kleinen Herbstfest ein multikulturelles Zusammensein. Vielleicht entwickelt es sich in Güstrow zu einer Tradition. Zu Gast in unserem Studio ist Hildegard Steinecke vom kleinen Chor Güstrow. Sie informiert über ein Benefizkonzert im Ernst-Barlach-Theater, an dem sich Chöre aus der Region beteiligen. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Frau Steinecke, die Chöre aus der Region planen ein großes Benefizkonzert im Ernst-Barlach-Theater. Wann geht es denn los und wie viele Chöre sind dabei? Am 6. November von 17 bis 19 Uhr. Dabei sind 5 Chöre aus der Region. Die Brücke, dann aus Lahlendorf, Gabis Schulchor, der Tedroer Gospelchor, der Männerchor Lage und der kleine Chor Güstrow. Wir werden moderiert, das heißt Klaus Schlettwein macht die Ansage und wird auch mit dem Publikum viel singen. Ja, 5 Chöre ist ja schon eine ganze Menge, aber haben wir nicht noch mehr in der Region?
Also Sie können mir glauben, ich habe 12 Chöre angesprochen aus der ganzen Region, bis hin nach Doberan, Schwaben, Bützow und Ähnliches. Aber es gibt unterschiedliche Gründe, dass die Chöre absagen mussten. Manchmal hatten sie Intensivproben, manchmal fehlte auch der Chorleiter und manchmal passte es ganz einfach nicht in das Gebiet. Ja, ein fehlender künstlerischer Leiter ist oft ein Grund dafür, dass Chöre aufgeben müssen. Womit haben Sie noch zu kämpfen? Sicher ist das ein Grund, der fehlende künstlerische Leiter oder die Leiterin. Aber unser Hauptgrund ist der Nachwuchs. Alle Chöre haben damit zu kämpfen, mit der Überalterung. Und deswegen ist das heute eigentlich eine Werbeveranstaltung für all unsere Chöre. Sie sollen mitsingen, sie sollen sich was abhören und kommen. Ihr Chor, der kleine Chor Güstrow, ist ja das jüngste Ensemble, das im Theater auftritt. Aber die Sängerinnen und Sänger sind sehr aktiv. Ja, wir haben vor allen Dingen im ersten Jahr sehr viele Auftritte gestaltet und in diesem Jahr hatten wir auch schon 6. Bis Weihnachten kommen wir nochmal auf 6 Veranstaltungen dazu, zusätzlich. Das heißt, wir treten in Seniorenclubs auf, aber das Krippenmuseum ist für uns ein fester Punkt, das Palais in der Langen Straße ist ein fester Punkt, ein Höhepunkt war auch der Auftritt bei Ernst Barlach, sprich Gertrudenkapelle. Ach, und dann singen wir so gern aus Spaß, zum Beispiel auch für den Blinden- und Sehschwachenverband. Das macht uns großen Spaß. Frau Steinige, Benefizkonzert heißt ja, dass die Einnahmen aus den sicher sehr moderaten Eintrittspreisen einem guten Zweck zugutekommen. Welchen denn? Ja, erstmal moderat ist 5 bzw. 8 Euro, die sicher erschwinglich sind. Und der gute Zweck soll sein, unsere Schüler mit den Bussen zu den Konzerten im Theater zu bringen. Und ich denke, damit leisten wir gleichzeitig eine gute erzieherische Arbeit um Vorbildwirkung. Das Ganze geht unter der Regie des Fördervereins des Theaters. Und dann noch gleich was dazu. Der Kreistag gibt auch seinen Obolus dazu. Der gibt das Theater kostenlos für diese Veranstaltung und wir alle sind natürlich auch dabei. Danke, Frau Steinige, für das Gespräch und noch eine gute Vorbereitung auf das Benefizkonzert. Und für Sie, liebe Zuschauer, in Ihrem Kalender am 6. November, 17 Uhr, Benefizkonzert zum 185. Geburtstag des Ernst-Barlach-Theaters nicht verpassen. Nachgefragt das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Die unabhängigen Güstrower Sportchronisten haben ihr 5. Heft zur regionalen Sportgeschichte vorgelegt und damit ihr selbstgestecktes Ziel, die Publikation bis zum Jahresende herauszugeben, vorfristig erfüllt. Außerdem haben sie eine Ausstellung gestaltet und dazu hören Sie mehr in den Nachrichten. Unter großem Interesse wurde am Freitag eine Ausstellung der unabhängigen Güstrower Sportchronisten in der Hypo-Vereinsbank in der Mühlenstraße eröffnet. In 3 Etappen wird darin die Entwicklung des Sports in Güstrow im Zeitraum 1828 bis 1945 dargestellt. Als Anfang haben die Chronisten den Beginn des Sportunterrichts in der Domschule gewählt. Als Meilenstein wird die Gründung des Allgemeinen Turnvereins Güstrow 1848 gesehen. Mit der Ausstellung unternehmen die Sportchronisten einen ersten Schritt, sich einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Denn die seit 11 Jahren ehrenamtlich tätigen Sportfreunde brauchen Unterstützung. Richtig. Also wichtig für unsere Arbeit ist natürlich, dass wir das, was wir schreiben, auch beweisen können. Und dazu brauchen wir Zeitzeugen, die Aussagen von Zeitzeugen. Dazu brauchen wir alte Fotos, alte Urkunden, Medaillen und auch die Chroniken der einzelnen Sportarten. Wir haben schon einige Chroniken, zum Beispiel vom Faustball haben wir eine komplette Chronik vorhanden. Das ist Hilfe. Und wenn das nur eine Leihgabe ist für uns, so wie es im Museum gehandhabt wird, wir arbeiten damit und der Eigentümer bekommt die Chronik dann später zurück. Weiterhin wollen die Chronisten ehemalige Spitzensportler aus der Region wie Siegfried Brietzke, Thorsten Voss, Dörte Techentin oder Holger Schneider vorstellen. Auch dafür werden die Aussagen von Zeitzeugen wie ehemaligen Sportfunktionären oder Trainingspartnern gesucht. Zu sehen ist die Ausstellung in der Hypo-Vereinsbank bis zum 6. Dezember. Mit dem KMG-Klinikum und der Stadtverwaltung haben sich bereits weitere Interessenten für die Präsentation gemeldet. Zur Übergabe einer Wunschbox war Steffi Godard von der Uwe-Jonsson-Bibliothek in das Kinder-Jugend-Kunsthaus gekommen. Die Teilnehmer an der Bücher- und der Holzwerkstatt hatten die Box unter Anleitung von Barbara Wetzel gefertigt.
Die letzten Arbeiten bestanden darin, das Teil zu bekleben und zu beschriften. Dann verfolgten alle gespannt, wie der Funktionstest verlief. Es stellte sich heraus, dass die Box bald von den Nutzern der Bibliothek gefüllt werden kann. Also die Idee, die hinter der Wunschbox steckt, ist, dass wir unsere Leser dadurch auffordern wollen, Kritik, Anmerkungen und auch ihre Wünsche, was Bücher betrifft, hier reinschmeißen können. Wir können da rangehen und wir wissen so ein bisschen, was ist gewünscht und was möchten unsere Leser gerne in der Bibliothek haben, sehen, auch an Veranstaltungen. Und das ist für uns die Idee, die dahinter steckt. Natürlich sind auch Vorschläge erwünscht, welche Bücher, Zeitschriften oder CDs von der Bibliothek erworben werden sollten. Da hatten auch die jungen Baumeister der Wunschbox eine Idee. Nach eingehender Beratung wünschten sie sich, dass ein richtig spannendes Buch über Seeräuber in den Bestand der Bibliothek aufgenommen werden sollte. Hannes illustrierte den Wunsch und Thilo steckte ihn in die Box. So konnte Steffi Godard neben der Wunschbox auch gleich den ersten Auftrag in die Uwe Jonsson Bibliothek mitnehmen. Fast bis auf den letzten Platz gefüllt war der Hörsaal im Raum 184, als Dr. Marion Rauchert, stellvertretende Direktorin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege, eine Fachtagung zum präventiven Opferschutz eröffnete. Gekommen waren mehr als 230 Teilnehmer aus 10 Bundesländern und 65 Studierende des Fachbereichs Polizei. Justizministerin Uta Maria Kuder überbrachte ein Grußwort. Eingeladen hatte die Behandlungsinitiative Opferschutz. Das Thema lautete rechtliche und tatsächliche Möglichkeiten der Behandlung abgeurteilter und tatgeneigter Gewalt- oder Sexualstraftäter. Es geht um eine alternative Sichtweise, wie man Menschen davor bewahren kann, Opfer von Straftaten zu werden oder wieder Opfer von Straftaten zu werden. Bislang hat man sich immer daran orientiert, wie können wir die Opfer schützen und was kann man machen, das Opfer zu stabilisieren, das Opfer zu stärken. Und die Sichtweise von BIOS, der Behandlungsinitiative Opferschutz, ist die, dass wenn ein Täter nicht wieder Täter wird oder wenn ein Tatgeneigter gar nicht erst zum Täter wird, das natürlich der beste Opferschutz ist. Wenn Sie überlegen, es ist nicht nur eine Frage von Menschlichkeit, ein Opfer zu schützen und Leid zu verhindern, sondern was kostet die Haft eines Straftäters? Was kostet die medizinische Behandlung eines Opfers? Was kosten die Spätfolgen, insbesondere auch psychische Traumata, die manchmal noch 20, 30 Jahre nach der Tat das Opfer stark beeinflussen? Das kostet Milliarden. Das ließe sich durch eine intensivere Begutachtung von Straftätern und dem Einsatz von therapeutischen Maßnahmen mit Beginn der Haft verhindern. In Fachvorträgen wurden dafür Beispiele aus der Praxis vorgestellt. Rainer Becker, der als Moderator durch das Programm führte, hielt ebenfalls ein Referat. Darin wies er nach, dass ca. 50% aller Tötungsdelikte, die in Deutschland begangen werden, einmal begonnen haben mit häuslicher Gewalt. Nutzen Sie die Zeit, um noch ein paar Süßigkeiten einzukaufen. Denn am Donnerstagabend könnte es an Ihrer Haustür klingeln und kleine Halloween-Geister können Süßes einfordern und Saures versprechen. Aber manchmal sagen die kleinen Geister auch ein Gedicht auf oder singen ein Lied. Und dann haben sie sich die Süßigkeiten ja auch verdient. Bei uns geht es jetzt weiter mit 3 Veranstaltungstipps aus unserer Balachstadt. Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Das Familienmusical Traumzauberbaum 3 steht am Sonnabend, dem 2. November um 16 Uhr auf dem Spielplan des Ernst-Barlach-Theaters. 3 Sängerinnen und Schauspielerinnen stellen die von den Kindern heißgeliebten Figuren Moosmutzel, Waldwuffel und Aga Knack, die wilde Traumlaus, dar. Zur 17. Super-Oldie-Nacht wird am Sonnabend, dem 2. November um 19 Uhr in die Sport- und Kongresshalle eingeladen. Angekündigt haben sich die Oldie Company Rostock, die Herolds, die Olster Band und die Eastern Comfort Company. Als Special Guest wird Thorsten Schack als Herbert Grönemeyer-Double erwartet. Am Sonntag, dem 3. November, gibt es wieder eine Frühstückssauna in der Oase. Neben einem leckeren Buffet beinhaltet das Angebot 4 Stunden Saunawelt mit Spezialaufgüssen sowie 2 Stunden Schwimmen. Interessenten sollten sich bis zum 31. Oktober in der Oase melden. Erleben Sie Güstrow. Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Wieder ist die Zeit um und unsere Sendung geht zu Ende. Neues von uns gibt es wieder
ab Freitag 18 Uhr. Dann berichten wir unter anderem von einer Ausstellung in der Uwe Johnson Bibliothek und von einem Erfahrungsbericht eines jungen Vaters. Bleiben Sie also gespannt. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Am Mittwoch wechseln sich lockere Wolkenfelder und Sonnenschein ab und es bleibt trocken. Mit Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad wird es etwas kühler. Es weht ein mäßiger Südwestwind. In der Nacht bleibt es trocken und die Temperaturen sinken auf 4 bis 6 Grad. Bis Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt tagsüber trocken. In den Nächten gibt es einige Schauer. Die Tagestemperaturen steigen auf 10 bis 12 Grad und die Nächte bleiben frostfrei. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.